Ja, Tag auch. Läuft? Ja. Moin, schön, dass ihr hier seid. Moin Swash, moin Fabian, moin Manni, moin Alex. Daisuke, Glück auf. Schön, dass ihr hier seid. Ich mache mir gerade noch einen Tee. Und ja, ich habe Folgendes heute mit euch vor. Ich habe mir vorgenommen, mir ein neues Outfit zu holen, und zwar aus dem S04 Shop. Und deswegen schauen wir heute gemeinsam in den S04 Shop rein. Und ja, wir können alle so ein bisschen, ja, einfach mal die Sachen uns anschauen. Und wie gesagt, ich werde mir dann auch was bestellen. Ich brauche für meine FIFA-Karriere, die ich bald wieder starten möchte, brauche ich einfach ein Outfit, ja, als damit ich auch, ja, auch wie ein Trainer aussehe, ne? Und deswegen, ja, werden wir da auf jeden Fall heute ein bisschen shoppen gehen. Thomas, moin! Moin Marcel, Glück auf! Marvin, Servus! Alex, moin! Wie läuft's? Wie geht's euch, Leute? So, dann lass mal kicken. Möchte Schalke versus Ingolstadt gucken, nur weiß nicht wie. Naja. Gegen Ingolstadt müsste eigentlich ganz normal bei Sky übertragen werden, ne? Dann hol dir Sky und dann guckst du an. So als Vorschlag. Ah, im Stadion. Okay. Ja, dann gehst du auf die Homepage von Schalke und dann klickst du dich durch und dann versuchst du dir ein Ticket zu besorgen. Also. Oder du kennst jemanden, ne? Laurin, moin. Namen, Kästchen, Namen, Chat. Moin, Eisner. Hi. Cool, cool, dass ihr hier seid. So, Leute, ich will heute mal ein bisschen mit euch durch den Schalke-Feldshop durchgehen. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Und wir fangen mal einfach vorne an. So, und zwar. Ja gut, hier sind schon die. Wir machen das am besten so. Ne? Wir klicken uns mal einmal von hier bis da durch. So, erst einmal Heimtrikot habe ich schon. Leute, wer von euch hat schon ein Trikot? Und wer findet das Heimtrikot in diesem Jahr gut? Ich auf jeden Fall, muss ich sagen. Wobei ich würde mir niemals. Gibt's jemanden von euch, das würde mich mal interessieren. Jemanden von euch, der sich Trikots holt und sich dann auch die Hose dabei holt und Stutzen dann auch dabei holt? Das würde mich mal interessieren. Einen wunderschönen guten Abend, Kästi und Chat. Moin, Justin. Wobei, ich habe das mal als Kind, habe ich es gemacht. Und dann habe ich damit gespielt. Also dann, da kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Aber so als Erwachsener, tatsächlich mit Stutzen sogar. Gibt es das hier? Also macht das jemand? Ja? Laurin? Echt? Mit Stutzen? Wahnsinn.
Ich hole mir Hose und Trikot immer beim Torwarttrikot, damit ich damit trainieren kann. Ja, okay. Beim, ja, wenn man selber Fußball spielt, okay, dann habe ich's, dann verstehe ich das auf jeden Fall, ja. Echt. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Weil ich finde, man sieht dann auch so ein bisschen verkleidet aus. Ne? Also zumindest, wenn man auch einen Stutzen dann dabei hat, dann sieht man natürlich, ja, irgendwie auch verkleidet dann aus. Ne? Ich spiele immer Fußball. Ja, okay. Ja, das zieht natürlich, klar. Wer Fußball spielt, wer selber Fußball spielt und das beim Training zum Beispiel anzieht, klar. Ja, das macht Sinn auf jeden Fall. So, das ist unser Heimtrikot gewesen. Das ist unser Auswärtstrikot. Ich finde, das mit Abstand, das ja, also aus meiner persönlichen Sicht. Also ich finde, ich mag es nicht so. Ich mag es nicht so. Da mag ich sogar das Ausweichtrikot mehr, das rote. Ja. Warte. So, Tee ist am Start, da kann es losgehen. Was haltet ihr vom Auswärtstrikot? Sagt mal was dazu. Was hältst du vom dritten Trikot? Ich finde es gut, ich finde es gut. Ja, ich finde es echt nett. Wohne ein bisschen weit von Gelsenkirchen, glaub. Okay. Wenn du ein Outfit suchst, gibt es keinen Grund zu überlegen. Natürlich das Ausweichtrikot. Ah, nee, pass auf. Ich suche ein Outfit und zwar, ich suche ein Trainer-Outfit. Ja, ich mache bald wieder eine FIFA-Karriere, starte ich wieder und dann muss ich nachher aussehen wie ein Trainer. Genau. Oder wie ein Manager, wie auch immer. Heim ist besser, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt nochmal das Ausweichtrikot, nochmal der Vollständigkeit halber. Ach so, hier übrigens, das gibt es bislang auch nur in der Männerversion, ne? Für Kinder gibt es das gar nicht und für Frauen auch nicht. Also, ja, klar, Frauen können sich auch das bestellen, aber nicht besonders geschnitten. Die anderen sind auch alle. Da gibt es auch die Damenversion von. Aber ich denke mal, das kommt ja alles noch. Ne? Die Spieler haben ja auch eine passende Hose, eine passende, passenden Stutzen haben die auch. Wird wohl noch kommen. Unser Ausweichtrikot ist schön. Was findest du am besten? Ich finde immer das Heimtrikot am besten. Aber das Ausweichtrikot finde ich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja. Doch, ist sehr gut gelungen, finde ich schon. Ja. Ich wünsche mir das dritte zu Weihnachten. Okay, Gryffindor-Stutzen. Haha, Gryffindor-Stutzen. Geil. Ja, und dann kommt unser Torwart-Trikot, ne? Das ist natürlich schon hart. Also das, ja. Würde ich mir überlegen. Als Mann zumindest. Also finde ich schon hart. Den Toaster ist nur weiter zu empfehlen. Finde den mega. Ja, wir gucken uns heute den kompletten Shop an, Leute. Den kompletten Shop. Da freue ich mich auch drauf. Habe ich Bock drauf. Der Andreas Study Break, der letztens hier war, der hat mich auf die Idee gebracht. Nee, das ist ja ja nicht. Das, genau, Swash. Das würdest du, wenn das jetzt das Trikot vom HSV wäre, würdest du dir das dann holen, Swash? Als HSV-Fan? Auswärtstrikot sieht aus wie ein Ärztekittel.
Ein Ärztekittel, das Auswärtstrikot. Oh, gut. Ich gucke, wie bekommst du denn auf ein Auto, wie kommst du denn auf einen Ärztekittel? Er sieht ja mal komplett anders aus. Apropos FIFA-Karriere, wann geht's mit FIFA 22 los? Gibt's noch keinen Termin, Justin? Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Das Trikot kann man seiner Freundin schenken. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Ja. Okay, so lass mal Trainingstrikots. Oh, die sind natürlich alle, ne? Also ich finde die cool. Ich finde die wirklich, wirklich cool. Ist schon echt nett, oder? Da muss man schon mal fragen, warum haben die nicht so eins mal als Trikot gemacht? Bestellst du dir was im Shop? Ja, ich kaufe mir heute ein Outfit für FIFA, ein Trainer-Outfit. Ja. Das als Trikot wäre schon sehr gewagt. Ja, ein bisschen vielleicht, bisschen dezenter noch gestalten, aber als solches fand ich das schon ganz, ganz gut eigentlich. Wobei kann sein, dass man das so in ein, zwei Jahren wahrscheinlich dann schon wieder selber nicht mehr so feiert, aber ja. Ah, ich finde es gut. Ich finde es gut. Hier nochmal ein Babyblau, da nochmal ein Schwarzblau. Schwarzblau finde ich auch gut. So, hier, sag mal, was trägt unser Dimi eigentlich immer? So, hier, da, das ist so klassisch für ihn, oder? So ein schwarzes Teil hier. Sowas, ne? Also jetzt auf dem Trainingsplatz. Da ist ein weißes. Da hat er eine Cappy auf von Umbro. Sonst meistens auch ohne Cappy, ne? Kannst du nach Autogrammkarten gucken, Kessi? Ich gucke den kompletten Shop heute einmal durch. Der trägt noch Ralph Lauren Pullis. Auf dem Trainingsplatz, meine ich. Auf dem Trainingsplatz. Hier, da. So war es hier. Was. Okay, das wäre hier so was, ne? So, also das würde ja schon mal in Frage kommen. Das würde wirklich schon mal in Frage kommen. Das packe ich hier schon mal zur Seite. Aber ich kann es ja auf einen Warenkorb legen, oder? Auf den Merkzettel. Oha, ein Merkzettel. Okay. Das geht dann auf den Merkzettel. Kaufst du auch was? Jo, SK, ich kaufe mir ein Outfit quasi als ein Trainer-Outfit, sagen wir es mal so, für die FIFA-Karrieren. Idee, du kannst das Trainingstrikot kaufen und auf dem Rücken steht dein Lieblingsspieler. Ja, okay, aber dann ein Lieblingsspieler wäre ja auch Quatsch, ne? Also als Trainer. Als Trainer-Outfit. Müsste ja schon Itzek hinten draufstehen dann.
Das Aufwärmshirt in blau-schwarz ist auch nett. Ja, finde ich auch. Ja. So, warte mal. In blau würde natürlich auch noch in Frage kommen, ne? Ich hau es mal auch auf den Merkzettel drauf. So, kurze Hose dabei? Nee, ne? Eher schwarz. Wo ist der Unterschied zwischen einer Sweathose, einer Trainingshose und einer PR-Hose? Kann mir das einer erklären? Dann halt dein Lieblingstrainer. Nee, du hast es nicht verstanden, Lorin. Du hast echt nicht verstanden. Die Initialien müssen darauf geflockt werden. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Aber die Frage ist, wie komme ich an den Flock dran? Anzug für Champions League übernächste Saison. Haha, sehr gut. Wir gucken mal weiter durch den Job. Der Ball sieht auch ganz. Obwohl, ja, geht so. Oder hier Polo-Shirt. Polo geht natürlich hier auch, ne? Polo würde auch gehen. So, sagt keiner was, ne? Perfekt. Deine Initialen sind RK, oder? Ja. Das sind meine Initialen. Sweat ist mehr mit Baumwollanteil. Meinst du? Warte. Ich guck mal. So, warte, Sweathose. Lass mal gucken. Oh ja, das sieht nach Baumwolle aus, ja. Warte. Nee, 100% Polyester. 100% Polyester. So, PR-Hose. Aha, das ist was anderes. Das ist was anderes. Könnte auch Polyester sein, aber sieht trotzdem anders aus. Also die Taschen sind ja mal ganz anders. Okay, das war die PR-Hose. Jetzt haben wir noch Trainingshose, ne? Boah, die ist aber eng. Die sieht aber eng aus. Achso, die kannst du hier unten auch aufmachen, damit du mit den Schuhen besser reinkommst. Oder raus. Okay. Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Das ist im Grunde genommen egal, welche ich nehme, ne? Das ist echt egal dann, glaube ich. An alle, check den Shop, damit Mbappé zu Schalke kommt. Genau. Genau. Kannst ja in vielen Sportgeschäften personalisiert flocken. Okay. Ist ja Trikot selbst gestalten. Ach so. Ja, okay. So, gucken wir mal weiter. Fanartikel. So, jetzt wird's richtig interessant, ne? So, gehen wir einmal auf Herren. Okay, da kommen jetzt erstmal die Trikots. Auch das vom letzten Jahr. Boah, ich glaube, die haben noch so viele Bestände, ne? 30 Euro. Für 30 Euro kriegt man das Trikot vom letzten Jahr, Leute.
Das E-Sport-Trikot für 50. Okay. Achso, warte mal. Trainingshose lege ich mir jetzt auch nochmal in den Merkzettel, auf den Merkzettel. Wobei für Streamen, ganz ehrlich, könnte auch ohne Hose streamen, ne? Was ist denn hier los? Moin Jan, wir machen Home-Shopping. Hol die Autogrammkarten. So. Dann lass mal gucken. So, da haben wir ein Trainingsshirt. Auflaufjacke Team Schwarz. Okay. T-Shirt Team Schwarz. Da sehe ich mich so ein bisschen als Trainer, ne? Diese Internetseite sieht richtig cool aus, muss ja ein überragender Verein sein. Ist so, ist so. Ist das hier QVC? Ja, genau. Das ist hier QVC. Irgendwie müssen wir den Verein auch unterstützen, Jan. Nein, Quatsch. Ich möchte mir gerne ein Trainingsoutfit kaufen. Also ein Outfit für Rangelbert Itzek. Für Stream. Wie gesagt, da sehe ich mich schon sehr in dem Teil hier. Schwarz geht immer, finde ich auch. Komm, geht direkt in den Warenkorb. Oh Scheiße, ich habe 4x XXL genommen. Ups. So, was brauche ich denn? L. Da sehe ich mich. Schöne Cappy brauchen wir mal noch dazu. Da sind wir wieder. Boah, guck mal hier, einen schönen Fischerhut, oder? Aber auch was Feines. So dick siehst du gar nicht aus. Willst du nicht warten, bis Adi Dassler wieder da ist? Boah, wenn ich immer warten würde in meinem Leben, ne, dann weiß ich nicht, dann würde ich zu gar nichts kommen. So dick siehst du gar nicht aus. Ich möchte tatsächlich sogar noch ein bisschen abnehmen. Bin gerade dabei. Ja, hier, da ist schon so ein kleiner Wohlstandsbauch entstanden während Corona. Ich habe so 8 Kilo habe ich zugenommen während Corona. Also da kann auf jeden Fall noch was runter. So, was ist das denn hier? Oha. Was sind das denn für zwei wilde Teile hier? Den hier einmal, den finde ich ja cool. Den finde ich ja richtig cool hier. Obwohl, nee, angezogen geht's. Geht's ehrlich gesagt. Und was hat, was war da noch? Ah, lass mal kicken. Hä? Ist weg oder was? Da, also. Die sieht wild aus. Die sieht wirklich wild aus. Hättest du auch original den Hüb Stevens reinpacken können in die Jacke. Das ist ja wild. Guck, sogar mit den drei Ringen hier ums Logo drumherum. Das sieht wild aus, oder?
Gibt es den Schalker Gartenzwerg noch zu kaufen? Ah, werden wir gleich sehen, werden wir gleich sehen. Echt, ey. Da könntest du den Huub Stevens reinstecken, würde sofort sagen, jo, passt. Oh, guckt euch das Ding mir mal an. Das ist wild. Das ist ja komplett wild. Alter. Trägt einer von euch einen Jumpsuit? Gibt es jemanden hier, der Jumpsuits trägt? Das ist ja komplett wild, das Teil. Das sieht aus wie ein Pyjama. Aber, also, wie geil ist das Ding denn, ey? Da sehe ich dich jetzt, die. Ach du Scheiße, geh mal so ins Stadion. Stell dir mal vor, mit dem Ding. Alter. Sieht aus wie Schalker Botschaft, wie der Typ hier oder was? Der sieht aus wie Andreas. Obwohl, der hat auch so eine ähnliche Cappy, ne? Sehe ich dich, sagt er. Jumpsuit. Auch geiler Name. Chico Bello. Chico Bello. Na, lass mal weiter gucken. Dim, 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 dim. Oh, hier schöne Boxershorts, hör mal. Glück auf, der Steiger kommt. Ja, perfekt. Kumpel und Malocher Club. Ich frage mich, also jeder ist da anders, ne? Aber so bei Unterwäsche denke ich mir auch so, okay, ich möchte doch irgendwie meinen Support auch zeigen für meinen Verein. Aber die Boxershorts, so, die zeigst du ja nicht, ne? Aber im Endeffekt, naja, keine Ahnung. Muss auch jeder selber wissen. Zu Karneval würde ich es tragen, no joke. Ich weiß nicht, Jumpsuit. Ist schon anders. Was haben wir denn noch Schönes hier? Das ist ganz Zeug von letztem Jahr, ne? Ah, die Cappy habe ich. Aber so ähnlich, glaube ich, so ähnlich. Ist der Schirm jetzt eigentlich gerade? Halb gerade ist der, ne? Ja, nee, also die habe ich nicht. Das hier ist so auf jeden Fall nicht unter meiner Cappy. Oh, ein Schnäppchen hier, 20. Also ein Tuch, ne? Ich weiß nicht, ich bin nicht ein Typ für Tuch. Ganz ehrlich, Tuch. Ich habe noch nie ein Tuch getragen. Ich will auch. Andreas, du bist gerade entdeckt worden. Andreas, du bist gerade entdeckt worden. Warte, wer hat's geschrieben? Ich war es nicht, sage ich jetzt schon mal zu Anfang. Ahmed hat's geschrieben. Pass auf. Du bist entdeckt worden und zwar. Wo ist er? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah, er ist weg.
Hä? Ach ja. So, mal gucken. Pass auf. Da, Andreas, du bist entdeckt worden. Zieh dir das rein. Hier ist behauptet worden, das wärst du. Wann hast du Model gestanden für diesen wunderschönen Jumpsuit? Guck dir das Teil an. Ist doch schön, das Teil, also wirklich. Wohl, ich finde, hat auch ein bisschen Ähnlichkeit mit. Jawohl, nee, jetzt habe ich den gar nicht vor Augen. Aber einer ach, nicht was wird passend gemacht, sondern Fußball, das ist unser Leben. Ja, könnte auch passen. Schalke hat jetzt auch Botschaften-Merch. Ja, genau. Das ist ja hier noch ein Jumpsuit, aber diesmal für Kinder, ne? Ah, ist doch nett. Hat der Ohren? Tatsächlich. Der hat Ohren. Boah, guck mal, das hier könnte man super mal mitnehmen, ne? Haha, guck mal, Olaf und Martin machen es vor. Perfekt. Da könnte man auch mal eben schnell ein Schnäppchen hier machen. Nein, kein L mehr. Scheiße. Kann man doch keins machen. Darin wurde Dios Peo drangsaliert. Ja, genau. Ich habe doch keinen Schnäuzer. Nein, hast du auch nicht. Aber die Cappy passte, ne? Die Cappy passte. Das war die richtige. So, lass mal gucken. So, wir brauchen auch ein Cappy. Ah, obwohl bei Cappys habe ich ein echtes Problem, ne? Ich habe so einen riesen Bumsschädel. Das ist echt sehr, sehr schwierig für mich, eine passende Cappy zu finden. Ich trage hier meine Cappy. Ach, da ist sie ja auch. Ich trage meine Cappy immer so. Letzten zwei Löcher. Es ist einfach ein riesen Bumskopf, den ich habe. Dann in ein paar Monaten. Herzlich willkommen bei Cassis Modenschau. Haha. So. Was haben wir denn hier? T-Shirt seit 1904. Oh ja, das geht auch, ne? Guck mal. Oh, guck mal hier, ganz hinten ganz groß. Wild. Ist schon sehr, sehr auffällig, ne? Das Ding hier hinten. Muss man wissen, ob man das will. Aber für Stream. Ha. Ja, aber dann sowas wird sich auch kein Trainer anziehen, ne? Das ist auch Quatsch. Da lieber ein schön klassisches Trainings-T-Shirt.
Oh, Live-Shopping-Sale. Verpasse ich was? Ist schon nett, das Teil, ne? Ist schon nett. Aber, nee, jetzt gerade nicht. So. Oh, hier einen schönen Bademantel, ey. Eieiei. Ich habe seit Jahren, ich glaube seit bestimmt 10 Jahren, keinen Bademantel mehr gehabt, ne? Aber der würde mir noch spontan sehr zusagen. Schönes Teil. Finde ich gut, ey. Den finde ich nett. Das T-Shirt wäre geil, wenn die Rückseite nicht wäre. Naja, ist schon sehr auffällig, Andreas, ne? Was haben wir denn? Hier, Schal, FC Schalke 04. Oh, einen schönen Schal nochmal. Was haltet ihr von einem neuen Schal? Der hier ist, glaube ich, ganz schön, oder? Welchen findet ihr am besten? Ganzen Shop leer kaufen, YouTube-Kohle muss auf den Tisch gehauen werden. Ja, sicher. Raus damit. Ich finde den hier tatsächlich am besten. Komm, rein damit. Hä, wo ist denn jetzt mein T-Shirt hin? Ich habe doch eben ein T-Shirt da reingelegt. Habe ich das geträumt? So, T-Shirt Team Schwarz, das habe ich doch reingelegt. In Größe L. Jetzt. Okay. Cool, gehen wir woanders hin. Damen, ja gut, Damen, weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade wenig Interesse. So, mach Accessoires. Oha. Ach, Hosen sind auch Accessoires, okay. So, dann lass mal gucken. Cap Flag, Navy. Aha. Oh, guck mal hier, ein Maniküre-Set von Schalke. Auch nicht schlecht, ey. Oh, wirklich alles. Die haben aber wirklich alles. Was Schals betrifft, naja, ist nicht wie bei den Trikots. Ich habe meine Schals aus den 90ern und kein Bedürfnis, neu zu kaufen. Wieso? Weiß ich nicht. Ist aber so. Ja, ne? Ja, das stimmt. Schal kannst du, ja. Ja, mal gucken, ob ich ihn nachher nicht doch wieder rauswerfe aus dem Einkaufswagen. Hängt ein bisschen davon ab, was ich sonst noch so hole. Ich möchte aber ganz gerne noch einen dritten Schal da oben haben. Seht ihr das? Ich finde, da gehört einfach noch einer hin. Da passt einfach noch einer gut hin. Was geht, Kästi? Was macht dein Sportkanal? Ich brauche Content, um mich zu motivieren. Oh, ich habe gestern einen Lauf aufgenommen. Ich bin gestern sehr, sehr weit sogar gelaufen. Ich habe aber tatsächlich nachher nicht die Motivation gehabt, es zurechtzuschnippeln, den Vlog. Ja, muss ich einfach noch machen, ne? Ist so. Ich habe mir jetzt noch einen
eine App gekauft, wo ich jetzt mein Stammfahrrad mit verbinden kann. So eine Swift-App. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Fußballwissen. Oder die nicht gekauft, ich habe mir die geholt. Aber ich kann ihn noch nicht so richtig damit verbinden. Was ich tatsächlich jetzt vorhabe auf Kesti, ist auch mal einfach ja, mit euch, ja, einfach mich dabei zu filmen, wie ich ja, ein bisschen trainiere. Ja, also auf dem Standfahrrad. Das wird, glaube ich, auch witzig. Genau. Also wenn das interessiert, könnt gerne bei Kesti vorbeischauen auf meinem Zweitkanal. Ich nutze Garmin. Nee, ich meine, warte, ich zeig's dir mal eben. Gibt es hier nicht irgendwie ein Promo-Video? Ah, hier, guck mal, da so einer macht. Da macht einer was. Für eine kurze Standortbestimmung in der Saison oder in. Siehst du das? Also du kannst da dein Standfahrrad mit anbauen. Ah, da, so, da kann man es besser sehen. Du kannst da dein Standfahrrad, kannst du da dran anschließen und dann fährst du gegen andere Rennen. Und ja, genau, und dann kann man sowas natürlich auch streamen. So, das möchte ich jetzt ganz gerne mal machen. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ja. Ja, Ich sag's zack, mal der ist so, da am es Radeln sollte und immer medizinisch abgeklärt sein, dass ich ja. wirklich sporttauglich bin. Ja. Also. Und dann gibt er da Gas. So, genau. Kannst dich parallel auch auf das Ding setzen. Ja, cool. Und wo kaufe ich das Teil? Swift kannst du einfach, also das ist eine App, ne? Ja, also ein Standfahrrad musst du dir dann dabei holen, ne? Kannst da unterschiedliche dann nehmen. Genau. Aber ich habe selber auch noch nie ausprobiert. Ich muss selber noch austesten. Ich war heute wohl auf meinem Standfahrrad, aber ich habe das mit Swift noch nicht verbinden können. Es hat irgendwie noch nicht geklappt. Mal gucken. Wird aber wohl klappen. Wenn du richtig Geld ausgeben möchtest, dann holst du dir ein Peloton-Bike. Peloton. Kannst du, glaube ich, auch einfach mieten kannst das, glaube ich, auch. Genau. Und das ist das, was ich habe. Ich habe das Schwinn IC8. Jo. Moin, hallo, du süßes Krokodil. Echt, André, Mahlzeit. Sehr, sehr weird. Sehr, sehr weird, hier so reinzukommen. Aber moin, schön, dass du hier bist. So, was haben wir denn hier? Ah, Uhr, ja. Vielleicht geht's so, ne? Irgendwie eine Uhr würde ich mir gar nicht holen, ehrlich gesagt, so mit Schalke-Logo drauf. Irgendwie, weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Was ich ganz cool finde, ist hier die Mütze zum Beispiel. Die finde ich ganz nett. Da haben wir wieder unsere Boxershorts. Wanduhren. Ja. Auch eher was fürs Kinderzimmer, ne? Oder für den Streamingraum. Da geht es natürlich auch. Ist ja nichts anderes als großes Kinderzimmer. Bommelmütze. Schalke Duschgel, auch nicht schlecht.
Wecker. Okay, wenn Uhr, dann schon eher die hier dann auch, ne? Aber eher sowas. Als dann auch dezent dann ist, ne? Stehe ja total auf dezent. Moin, der Robert Schalker. Wie geht's dir? Glück auf. Mach mal, wenn es läuft. Ja, mache ich auf jeden Fall. Fußballwissen mache ich. Okay, so weiter geht's. Sind Kollektionen, Kollektionen. Aha. Oder lass mal gucken bei Freizeit und zu Hause. So, da sind sie, die Gartenzwerge. Gerade schon sehnlich vermisst, sehnlichst vermisst. Wasserhängematte? Was ist denn eine Wasserhängematte? Was ist eine Wasserhängematte? Ach so, legst du einfach aufs Wasser drauf und dann kannst du dich hier drauflegen oder was? Hatte nicht Festina mal eine Schalke Uhren-Edition rausgebracht? Festina war mal eine Zeit lang der Sponsor von Schalke, ne? Ja, stimmt. Das stimmt. Modellgondel. Okay. Ach, jetzt verstehe ich auch warum. Okay, hier steht Hohe Tauern. Okay, da scheint wahrscheinlich irgendwo so eine Gondel vielleicht da rumzufliegen. Kann das wohl sein? Ich habe mich gerade gefragt, wo haben wir denn eine Gondel in Gelsenkirchen? Das wäre aber schon wild. Schöner neuer Kaffeebecher. Wo ist Tassenfan eigentlich? Eine Wasserhängematte ist eine Wasserhängematte, Kesti. Ja, aber ganz ehrlich, hä? Hä? Habe es gerade gegoogelt. Es sind schon ein paar geile Festina Schalke Uhren dabei. Leider nicht mehr verfügbar. Ja. Danke, gut und selbst. Was mit einer schönen Schalke-Jacke? Mit einer schönen Schalke-Jacke. Ich brauche ein Trainer-Outfit heute. Ein schönes Trainer-Outfit. Wobei ich, wie gesagt, jetzt mir gerade noch so ein paar andere Sachen angucke. Guck mal hier. Wäre eigentlich auch was für mich, ne? Nicht schlecht. Schöne Kopfhörer. Schalke PC-Controller, auch nicht schlecht. Eine Gaming-Tastatur. Hey, was haben die denn für geiles Zeug hier? Headset, Gaming-Maus. Hausaufgabenheft. Oha. Das hatte ich früher auch, aber gut wie nie benutzt.
Macht das nicht nach, Leute. Falls ihr noch zur Schule geht. Du brauchst noch eine Trillerpfeife, das gehört zum Coach dazu. Eine Trillerpfeife? Warte. Wahrscheinlich muss ich Pfeife eingeben, ne? Ne. Geil, zu Trillerpfeife wurden 8 Artikel gefunden, zu Pfeife aber nur 2. Ja, perfekt. Ja, nochmal gucken, was bei Trillerpfeife da jetzt mal rumkam. Ah ja, Trinkflaschen. Okay. Oh, der Toaster. Der Klassiker. Der Toaster. Hier übrigens, damit hat Rufen Schröder den Kader zusammengestellt. Das muss lustig aussehen, du komplett in Schalke. Die Weihnachtsmannmütze muss sein. Oder diesen Ugly Christmas Pullover. Weißt du noch? Oder kennst du die? Boah, die sind echt hart. Oder ein Poloshirt ist auch nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall das Instrument, mit dem Rufen Schröder den Kader zusammengestellt hat. Wisst ihr Bescheid? Hashtag zusammengewürfelt. Du musst einen Fukuhila tragen. Ja, ein Fukuhila, genau. Boah, ich bin nicht Kurt Krolleck, ne? Bei der Suche nach Pfeife würde es mich nicht wundern, wenn das Profil von Zerda als Ergebnis erscheint. Alter. Wo ist die Schalke Schlüppi? Der Schalke Schlüppi, den haben wir eben schon. Der Schalke Wecker, der steht auf, wenn ihr Schalke seid, spielt, war toll. Ach, das macht er? Das sagt er? Okay. Oh, hier Badeente, finde ich auch geil. Schöne Badeente. Die Tasse habe ich. Hier, da. Auch für den Trainer ganz wichtig. Ne? Wisst Bescheid. Artikel ist nicht mehr verfügbar. Ah, gibt's aber gar nicht. Gibt es doch gar nicht. Hast du schon eine neue oder traust du dich nicht? Zeig es Thiele. Was? Zigarettenetui. Boah, ich habe früher auch mal geraucht, ne? Da hatte ich auch so einen Teil. So oder sowas ähnliches. Fangt nicht an zu rauchen, Leute, ey. Es ist so schwer, wieder davon wegzukommen. Es ist so, so schwer. Boah. Rauchen ist wirklich richtig, richtig schwer, da wieder davon wegzukommen. Ein Weibchen. Achso, hast du schon eine neue oder traust dich nicht? Zeig es Thiele. Ich soll Thiele das vormachen, wie man sich eine Freundin holt, oder was?
Du brauchst einen Fischerhut. Da sehe ich Jan ja, ne? Mit dem Fischerhut auf jeden Fall. Da sehe ich Jan. Nee, nee, nee. Fischerhut. Auch bei Fischerhut ist wieder das Problem, meine Bubsbirne. Ehrlich, doch, ich tatsächlich hatte mal eine Schalke Fischerhut. Hatte ich mal als Kind, stimmt. Kein Kommentar zu einer Frage bedeutet immer ja. Vom Rauchen wegzukommen ist schwer, von Schalke unmöglich und das ist gut so. Stimmt, ja. Ja, nein, bei deiner letzten hat es ja auch geklappt. Ja, natürlich hat das bei meiner letzten auch geklappt, ne? Nur ich bin ja auch noch mit ihr verheiratet und pff, keine Ahnung. Jetzt gerade aktuell bin ich nicht auf der Jagd, sagen wir es mal so, Kleno. Da haut einer 4,04 € raus, das höre ich doch. Einkaufsgutschein. Gönn dir mal was. Danke dir, Fußballwissen. Danke dir, danke dir. 4,04 €. Gönn dir mal was. Das ist natürlich ein Auftrag jetzt, ne? Das ist natürlich ein Auftrag. So, lass mal gucken. Achso, guck mal, hier gibt es auch Tickets, ne? Was steht denn im Moment an überhaupt in der Arena? Ed Sheeran. Habe ich gar nichts für über für den Typen. Grönemeyer? Ja, weiß ich nicht. Würde ich mir jetzt nie ein Ticket für holen, ehrlich gesagt. Also ich finde ein paar Lieder finde ich echt gut, aber Tickets dafür würde ich mir jetzt nicht holen. Anders sieht es natürlich bei Pur aus. Komm mit mir ins Abenteuerland. Liebe Grüße nochmal an Andreas. Ach, du bist verheiratet. Wie lange denn? Ich bin seit 10 Jahren bin ich verheiratet. Jo. Aber jetzt nicht mehr mit meiner Frau zusammen, ne? Also, wir sind zwar noch verheiratet, aber wo sind all die Indianer hin? Ja, nee, weißt du, wo ich mich eher noch sehe? Ist hier. Die 90er live auf Schalke. Wie geil ist das denn bitte? Überlegt euch mal. So, pass auf. Ach, da steht's. Coolio, Eiffel 65, Blümchen, die Wenger Boys, Lars Ketchup, Olli P, Culture Beat, Dr. Alban, Hathaway, Leute, Captain Jack und Mr. President. Rednecks ist auch mit dabei. Alter. Dachte, du bist erst 29. Nee, ich bin 31, bin ich. Habe ich gesagt, dass ich 10 Jahre verheiratet bin? Was habe ich denn noch für einen Scheiß erzählt? Ich bin seit 2 Jahren verheiratet, aber ich war seit 10 Jahren mit ihr zusammen. Sorry. Da müssen wir durch, ne? Jo.
Was sagt er? Huhu, ihr seid selbst für die zweite Liga zu dämlich. Gelsenkirchen, die einzige Stadt ohne Rush-Hour, da wird selbst in Joggingbuchse geheiratet. Ja, wird das noch mit Stil gemacht, Chicky, auf jeden Fall. Vor allen Dingen wird er auch nicht so gehässig in irgendwelche Streams reingegangen und ja, keine Ahnung, ausgelebt, dass man keine anderen Hobbys hat, offensichtlich. Liebe Grüße. Avid, Moinsen. Die 90er Live, Alter. Stell dir mal vor, Coolio. Bei einer Runde Cotton Eye Joe seh ich mich. Ey, wir waren auf Mallorca. Also ich war mit meinen Kumpels auf Mallorca und da ist Rednecks aufgetreten. Hat sich ein Kumpel von mir leider den Fuß gebrochen bei dem Auftritt. Die haben einfach unten nach, wie heißt der Bums nochmal? Nicht der Bierkönig, sondern der Megapark. Unten im Keller haben die einfach komplett alle Leute auf die Bühne geholt. Mein Kumpel ist dann auch mit hochgegangen und da muss ihm irgendeiner auf den Fuß getreten sein oder wie auch immer. Jedenfalls hat er sich dann den Fuß gebrochen, nachdem er da mit Rednecks dann auf der Bühne gestanden hat und mit, keine Ahnung, 100 anderen. Die Bühne ist so klein gewesen. Ja, aber das war Rednecks total scheißegal. Die haben einfach alle Leute da hochgezogen. Und ja, wir haben uns erst noch über ihn lustig gemacht, weil er die ganze Zeit am Humpeln war. Aber dann irgendwann haben wir festgestellt, oh Scheiße, er hat sich den Fuß gebrochen. Naja, was soll's. Halt alles. Die 90er, da werden Erinnerungen an meine geile Kindheit und Jugend wach, yo. Da war man noch jung und knackig, yo. War nicht böse gemeint, ich komme aus Castrop, alles gut. Alles gut. Narben zusammen. Moin, Paderoptimist. Kessi, kannst du mal alle andere Stadion-Vlogs in NRW machen, zum Beispiel RWO Münster oder Twente? Oh, das wäre komplett wild, ne? Also in Münster war ich auch mal in Enschede, bei RWO war ich nie. Aber das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Das ist eine echt coole Idee. Ja. Die 90er waren geil, ja. I'm Royal Blue. Ja, perfekt. Findest du, es gibt einen kurzen guten Tipp, wie es einem nach so einer Trennung gut geht, wenn Schalke dauernd verliert, gibt es ja wenig Trost. Merci. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Nicht drüber nachdenken. Einfach weitermachen. Hilft nichts, ewig in Erinnerung zu schwelgen und ewig zurückzudenken. Einfach weitermachen. Yo, so viel zu den 90ern. Was haben wir denn hier noch? Haben wir hier Party? Grillschürze, Grillbrandeisen, finde ich auch nett. Hat auf jeden Fall was, ne? Grillhandschuh, das ist praktisch. Ein Grillhandschuh ist eine sehr, sehr praktische Erfindung, Leute. Also wenn ihr auf einem richtigen Holzkohlegrill am Grillen seid, so, oder auf einem richtigen Kohlegrill, puh, das kann ganz schön heiß werden. Gerade wenn ihr für viele Leute grillt, ne? Das ist eine wirklich sinnvolle Erfindung. Fahne Sound, wie die macht einen Sound? Für Sound macht die denn? Blau und weiß singt die Fahne. Ja, perfekt. Ganz wichtig, dass die Fahne singen kann. Karl, moin! Der ist doch bestimmt besoffen die Treppe runtergefallen. Also wir hatten alle gut einen drin, auf jeden Fall, aber das hätte ich gesehen, wenn er runtergefallen wäre. Da ist er, der Gartenzwerg. Yo, was hast du dir geholt? Bislang habe ich hier im Warenkorb ein T-Shirt drin und einen Schal. Genau.
Ich habe ein bisschen Schiss davor, meine Cappy zu holen, weil, wie gesagt, ich habe so einen großen Bubsschädel. Oh, guck mal hier. Oha. Der ist hübsch. Der ist hübsch. Du hast den Jumpsuit vergessen, in den Warenkorb zu packen. Boah, überleg dir mal. Überleg dir mal, ich hole mir einen Jumpsuit. Boah. Den kannst du dir einmal für einen Gag holen, so, oder? Aber, also wer läuft denn ernsthaft regelmäßig mit einem Jumpsuit durch die Gegend? Also, das ist schon hart. So, hier Taschen, Portemonnaies. Schalke Zahnbürste muss sein. Wer von euch hat eine Schalke Zahnbürste? Hände hoch. Macht ihr doch eine Schalke Wunschliste zu Weihnachten, der Stream sponsert. Nee, du, ich verdiene ja schon mein eigenes Geld. Trag den beim Schalker 3, alle drei. Perfekt. Spielwaren. Ist das denn Lego-Bus oder was? Brick? Ist Brick sowas wie billiges Lego? Ja, wahrscheinlich, ne? Aha. Auch nicht schlecht. Guck mal, Lars Laser. Na komm, hol dir einen Jumpsuit. Nein, jetzt ernsthaft. Hast du das Ding gesehen, Fußballwissen? Hast du das Ding gesehen? Zieh dir das Ding rein. Hallo? Wir haben die Brotbüchse hart auf das Essen abgefärbt. Top Qualität. Ja, Qualität wird top sein, da gehe ich von aus. Aber ein Jumpsuit. Den kann man einmal zum Gag anziehen, aber das war's dann auch schon, ne? Oh, was ist das denn hier? Eine Soundmaschine. Zauberwürfel. Okay, so ein Skatspiel kann man auch ganz gut gebrauchen, ne? Mit Schalke drauf. Eisbär von Gazprom. Sorry, da muss jetzt mal kurz der kleine Gazprom-Diss kommen. Ganz ehrlich, Gazprom ist auch mit dafür verantwortlich, dass der Eisbär hier bald seinen Lebensraum verliert. Perfekt. Super. Der Eisbär wird sich freuen. Das ist geil.
Das ist wie wenn du einen Löwen kaufst mit dem Branding von einem Großwildjäger. Die Fahrradklingel für dein rose Bike ist doch auch Pflicht, oder nicht? Ah, das Problem bei dem Rad ist, das hat einen riesen Fahrradlenker. Ich habe bislang immer noch nicht die passende Klingel gefunden. Ich habe mir tatsächlich eine geholt und die war auch schon in extra groß, aber die passt nicht. Die passt nicht, weil der echt der Lenker zu dick ist. Da muss ich noch was finden. Moin, Kesti, kickst du auch selbst manchmal? Dann wären die Trainingsklamotten eventuell noch was für dich. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich möchte nachher so ein bisschen nach Trainer dann auch aussehen. Weil also Kicken selber mache ich jetzt gar nicht mehr. Was ich im Moment mache, ist viel Laufen und viel Fahrradfahren. Ja, genau. Aber wie gesagt, soll in erster Linie so fürs Streamen dann auch sein. Soll so ein bisschen nach Trainer aussehen. Was heißt ein bisschen? Soll nach Trainer aussehen. Ja. Deswegen habe ich das T-Shirt schon mal eingepackt. Mahlzeit, Mädels. Sagt das einzige Mädel hier. Mahlzeit, Speedy. Wo ich weiß gar nicht, wie viele wir heute da haben. Was läufst du denn so in einer Stunde? Also circa wie viele Kilometer? Also ich bin das letzte Mal in einer Stunde bin ich 10 Kilometer gelaufen. Ich bin aber auch schon mal deutlich schneller gewesen. Wirklich deutlich schneller. Ich könnte jetzt auch unter Wettbewerbsbedingungen könnte ich mit Sicherheit. Sag mal so 52 laufen. Warte mal. Warte kurz. So, kann ich dir doch genau sagen, wie schnell ich bin. War, sagen wir es mal so, war. So, hier habe ich
Guck mal, ich wollte schon sagen, also ich wollte jetzt eben nichts Falsches behaupten, ne? Aber ich bin schon 10 Kilometer in 44 Minuten gelaufen. 45, 45, 45. Ja, scheiße, ey, da muss ich wieder hin, ey. Ja. Weirder Flex, aber ja. Ich wollte es gerade auch einfach selber wissen, weil ich bin jetzt gerade wieder mit dem Training angefangen. Ich wollte mal wissen, wie weit ich hinterher bin. Aber das ist schon erschreckend gerade für mich, zu wissen, dass ich mal eine Viertelstunde schneller war als das, was ich bislang gelaufen bin. Aber mal gucken, ich laufe in 2 Wochen laufe ich wieder einen Wettkampf. Ich hoffe, ich komme so auf, ja, ich sag mal 52. Egal, es gibt kostenlose Schnittmuster für Jumpsuits im Internet. Selber machen ist immer besser, oder? Ja, aber oh, Jumpsuit? Trägst du gerne Jumpsuit, Fußballwissen? Tag Marco, hi, wie geht's dir? Wenn dann nicht so viele Mails, ja, Speedy, stimmt. Warte, was hat sich Martin gegönnt? Das eine Aufwärmshirt. Ah ja, das, ich weiß, welches du meinst, ja. Aber es soll so nach Trainer aussehen, weißt du, deswegen nehme ich lieber das Schwarze. Gramotzes hat schon ein paar Mal diese schwarzen Klamotten angehabt. So. Haben wir denn hier? Küche. So hatten wir auch schon alles, ne? Ne, haben wir auch schon alles. Mitgliedschaft, Leute, kann ich euch sehr warm ans Herz legen. Ich selber bin auch Mitglied. Hüfttasche. Boah, wenn ich irgendwas nicht verstehe auf dieser Welt, ne, dann ist es Bauchtaschen. Also Hüfttasche gehört für mich dazu. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann sind es Bauchtaschen. Wer braucht Bauchtaschen? Oha! Das ist was für Jan. Nee, ich habe auch keinen. Nee, ne? Für welchen Anlass suchst du denn was? Ultras haben Bauchtaschen. Echt? Wofür? Egal bei welchem Verein, ich finde generell 80% der Fanartikel entweder überflüssig oder sehen einfach nur hässlich aus, meinem Verein inbegriffen. Es geht. Ganz ehrlich, das, was ich hässlich finde, habe ich schon so oft jetzt. Also ich habe früher genauso gedacht, aber ganz ehrlich, das, was ich hässlich finde, muss ein anderer nicht unbedingt hässlich finden. Für welchen Anlass suchst du denn was? Zum Streamen suche ich eigentlich nur. Ich habe auch schon ein bisschen was gefunden. Frage ist, ob ich noch eine Trainingshose dabei nehme. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Warte mal. Ehrlich gesagt, da müsste ich jetzt mehr als 100 Euro dafür ausgeben, dass ich dann nachher Anführungsstrichen nur im Stream benutze.
Warte mal, vielleicht haben wir noch was im Angebot. Vom letzten Jahr. Jetzt gehen wir auf Schnäppchenjagd. Sieht auch nicht nach Training aus, oder? Nach Trainer. Das T-Shirt geht auch voll klar, ne? Guck mal, Rangelbert Itzek mit der Hose. Plus. Ups. Na, jetzt ist weg. Oder hier auch in Blau geht auch. Wo ist er hin? Perfekt. Hey, Ben. Hä? Also, da. So, in der Hose mit dem T-Shirt sieht das nach Trainer aus. Bauchtaschen sind mega. Habe ich sonst im Urlaub wieder. So, genau das gleiche Thema, ne? Egal. Wie du gerade gesagt hast, ich finde generell 80% der Fanartikel entweder überflüssig oder sehen einfach nur hässlich aus. Es gibt auch Menschen, die brauchen Bauchtaschen. Das ist wild. Das ist wirklich wild. Toysi zum Beispiel. Habe ich im Urlaub immer. Wie soll ich denn sonst mein Zeug in den Shorts am Strand bekommen? Aha. Ja. Chrissy, Glück auf. Moin. So, warte mal, grau wäre also möglich. Also da würde ich mich wohl drin sehen auf jeden Fall. Ansonsten, wie sieht es mit blau aus? So, Polo. Oh, guck mal hier, schönes Polo. Ah, sehe ich auch zum Beispiel so ein Gramozzi in so einem Polo-Shirt. Das geht auch, ne? Plus blaue Hose. Jo, ist doch besser als grau, oder? Ach, wieder nicht die richtige Größe da, ey. Hör auf. Hör auf, ey. So, mal gucken, wie es bei der grauen ist. Ja, auch nicht. Ja, perfekt. Habe ich auch Bauchtasche für Stadion und überall mit? Echt? Bauchtasche ist so Sache. Weiß ich nicht. Was mache ich mit einer Bauchtasche? I don't know. I don't know. Okay, dann müssen wir das in Schwatt holen. In Schwatt. Also, warte mal, nicht im Sale, genau.
So, genau, das ist ja schon drin. Überleg mal, für ein T-Shirt einfach 40 Euro, ne? 40 Euro, das ist schon krank. Das ist echt krank für ein T-Shirt. Kannst keinem erzählen. Kannst keinem erzählen. So, und was ist. Da ist die passende Hose dazu. Haben wir? Ein Honi. Okay. Ich würde sagen, das werde ich mir jetzt gleich bestellen. Und dann passt das, ne? Dann haben wir es. Dann haben wir es. Brauchst du noch eine Cap, Cassie, für Trainer? Eigentlich ja, eigentlich ja. Nur, wie gesagt, ich muss dafür in einen richtigen Shop rein und die einmal vorher aufziehen, weil mein Kopf ist so groß. Was brauchst du denn für die Größe? Man will es doch bequem haben. Elastan muss rein. L passt, also passt jetzt und wird auch in Zukunft noch passen, ja. Was macht die Diät? Was macht die Diät? Also ich möchte tatsächlich ein paar Kilos noch runter, aber also ich bin zumindest fleißig am Sport machen. Ich esse jetzt aber auch im Gegenzug aber auch wieder sehr, sehr viel. Kann sein, dass ich das Kalorienzählen jetzt bald nochmal wieder anfangen muss. Mal gucken. Beobachte das jetzt noch ein paar Tage und wenn das nicht sich normalisiert, dann werde ich wohl das Kalorienzählen anfangen. Ja, stimmt, meine auch. Muss immer anprobieren. Käppi, ja, ne? Ja. Echt so. Lange noch live? Eine Minute. Heute auch auf Twitch? Nee, im Moment bin ich nicht auf Twitch unterwegs. Ja, ich muss mal gucken, wann ich wieder am Start bin. Kessi, wo möchtest du denn abnehmen? Speedy, ich weiß. Ich muss es überhaupt nicht, Speedy. Ich muss überhaupt nicht. Aber möchte ja gerne einen Triathlon absolvieren und da hilft es schon, wenn es noch ein paar Kilo tatsächlich weniger sind. Ja, genau. Es sind auch nur 5, 6 Kilo, die runter sollen. Das war's dann auch. Holst du dir FIFA 22? Ja, mache ich, Marco. Wir brauchen einen neuen Trainer, den zu finden ist schwieriger als sein Outfit. Ja, stimmt, stimmt. Übrigens, unser nächster Gegner hat jetzt auch einen neuen Trainer, ne? Ingolstadt hat jetzt den André Schubert verpflichtet. Der war aber seinen letzten Stationen auch nicht unbedingt erfolgreich. Da müsste Kieler für immer auch ein Liedchen von singen können. Er war nämlich auch bei Kiel. Ja. Vielleicht baust du nun Muskeln auf, Kästi, wiegt mehr wie Fett, vielleicht deswegen die Waage. Ja, das auch, Leroy, ja. Was wiegst du denn, wenn wir mal fragen davon, wie groß bist du? Ich schätze dich mal auf 1,83 und 76 Kilo. Nee, 1,83 passt. 1,83 ist genau ist genau mein Gewicht.
Ach, mein Gewicht, meine Größe, mein Gewicht. Ich habe hier noch von letztem Mal, habe ich noch die Waage hier stehen. Ich weiß gar nicht, warum habe ich mich letztens im Stream gewogen? Und warum mache ich es jetzt schon wieder? Ach so, falsch. Krass. Es ist schon wieder mehr geworden. 93,7. Du sollst dich ja wohlfühlen. Disziplin, das ist das A und O. Yo. Toysi. 93. Ernsthaft, ja. Du brauchst brauchbare Kalorien für dein Training. Ich würde auf eiweißreiche Ernährung umstellen. Das reicht. Mache ich auch, Leroy. Wobei im Moment ist es ziemlich viel Pizza und ziemlich viel anderes Zeug auch dabei. Ja, stimmt, klar. Schuhe hatte ich jetzt nicht an, aber eine Jeans habe ich an und ein T-Shirt. Sagen wir mal 92 Kilo. Deine Waage ist kaputt. Nee, ist nicht kaputt. Nee. Es unterschätzen sehr, sehr viele, wie viel ich tatsächlich wiege. Ich höre das immer wieder. Das glaubt mir keiner, dass ich 93 wiege. Ist aber so. War auch bei uns nicht so prickelnd, war aber nicht nur seine Schuld, hat noch viel Spielpech und er durfte sich nicht lange beweisen. Ja. Wo hast du die Kilos versteckt? Ja, ich frage mich nicht. Ist so. Ist so. Morgens ist am besten, so wie Gott uns schuf. Ja, ist so. Hast du bestimmt schwere Knochen? Ja, sicher habe ich schwere Knochen. Klar. Es ist echt so, ich kann mich jetzt auf welche Waage auch immer stellen, es zeigt einfach viel an. Ja. Aber jetzt gerade muss ich auch dazu sagen, so langsam kommen meine Muskeln auch wieder. So langsam, langsam, langsam. Hier da, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Aber vom Schwimmen ist schon wieder ein bisschen was da. Ja, hier, ganz stolz. Und so langsam kommen auch meine Beine wieder, ne? Durch. Wie ich ernsthaft da Muskeln rein interpretiere. Aber ist fest, Leute, ist fest. 1,83 Cm. Jo. Wie gesagt, Beine kommt jetzt so langsam wieder. Sheesh, direkt Mondfinsternis. Ingolstadt mit neuem Trainer oder wie? Yo, Chucky, richtig, mit André Schubert. War heute 50 Minuten auf dem Fahrrad, auf dem Standfahrrad und gestern war ich 15 Kilometer laufen. Versehentlich. Ich wollte eigentlich nur 10 laufen. Damit habe ich mich verlaufen. Habe ich aber auch alles gefilmt. Wie gesagt, ist auf dem Kanal Kesti wird das dann hochgeladen. Ich habe es einfach noch nicht geschnitten, bin noch nicht dazu gekommen. Das ist der Schubert, der auch mal bei Gladbach war. Ja, genau der. Ja. Bin Sonntag im Stadion. Ey, cool, Marco. Gibt es noch Möglichkeiten, an Tickets zu kommen eigentlich? Guck mal. Da.
Tickets, Schalke 04 Spiele, Ingolstadt. Dieser Spieltag befindet sich in einem beschränkten Vorverkauf. Bitte melde dich an. Melde dich an, Kesti. Melde dich an. Oh, wie war das denn nochmal? So? Jo. Ach cool, ich kann mir jetzt Tickets bestellen. Soll ich mir Tickets bestellen? Was ist denn das? Ingolstadt. Ingolstadt, Ingolstadt, Ingolstadt. Ach, das. Nee, das geht nicht. Nee. Feiert meine Mutti Geburtstag. Nee, geht nicht. Geht nicht. Shit. Gönn dir, bin am Samstag auch im Stadion, aber natürlich bei uns. Nee, Mutti hat Geburtstag. Verdammt. Kilometer, wie lange bist du schon im Training, Kesti? Seit anderthalb Monaten. Family first, yes, family first. Und ich muss, nee, genau, pass auf, ich muss morgen zu meiner Mutti und nachmittags sogar noch arbeiten. Das wird alles nicht. Das lügt nicht. Die gute Mutti einfach mitnehmen. Nee, die hat also, die hat richtig schön, die fährt richtig auf, die Mutti. Die fährt richtig auf. Eine Mutti mit in den Stream. Ich glaube, meine Mutter hätte da nicht mal ein Problem mit. Die würde sich einfach hinsetzen. Ja, das, da hätte die gar kein Problem mit, glaube ich. Würde mich noch die ganze Zeit verarschen. Ja, da hätte die Spaß dran. So, ich mache Feierabend für heute, Leute. Dann ging das sehr schnell, bei dir wieder in Form zu kommen, Kesti. Ja, aber ich, ganz ehrlich, ich habe, Leroy, ehrlich, ich habe, Laufen ist bei mir echt nicht das Thema. Ist wirklich nicht, kein großes Ding. Ich habe wirklich viel Substanz auch aufgebaut, so über die letzten Jahre. Ich weiß, ich könnte, glaube ich, auch spontan, könnte ich auch einen Halbmarathon laufen. Könnte ich wirklich, ja. So, das ist echt nicht das Problem. Wobei mir ist das so, dieser Mix im Triathlon, das ist halt voll echt schwer für mich, diesen Wechsel dann auch immer hinzubekommen, weißt du, so wenn ich stur immer das Gleiche mache oder wenn ich stur eine Sache irgendwie durchziehe, dann bin ich da voll, da bin ich da echt, echt gut drin, sag ich mal. Ja, beispielsweise tagelang auf dem Fahrrad sitzen oder so, kann ich auch super, kann ich echt gut machen, aber sobald es in diesen Wechsel reinkommt, dann macht meine Birne da nicht so schnell mit. Ja, keine Ahnung. Deswegen, also Triathlon ist für mich immer eine Herausforderung. Beispielsweise in dem kurzen Triathlon, ich weiß nicht, ob du den Vlog dir angeschaut hast. Ja, da lief gar nichts an dem Tag. So, ich bin gelaufen nach einem Kilometer dann, also das Laufen ist ja die letzte Disziplin, nach einem Kilometer musste ich schon gehen. Ja, da war schon Ende. So, weil dieser Wechsel irgendwie,
Ist sehr, sehr schwer für mich. Den hatte ich aber auch gar nicht trainiert vorher, muss ich auch dazu sagen. Ich bin da sehr, sehr unvorbereitet reingegangen in diesen Wettkampf. Moin, Telegitar. Hier gebleibt. Du warst ja wieder runtergefahren mit Training, dafür den Körper in 45 Tagen wieder fit zu kriegen. Aber was heißt fit? Ich empfinde mich nicht als fit, Leroy. Ich empfinde mich wirklich nicht als fit. Ich hab's ja, ich hab. Ich weiß nicht, hast du gerade mitbekommen, die Zeit, die ich mal auf 10 Kilometer gelaufen bin, waren sogar unter 45 Minuten. So, jetzt laufe ich die in einer Stunde, die 10 Kilometer. Also fit, ist für mich was anderes. Fit ist echt für mich was anderes. Ja, naja. Aber wie gesagt, auch darüber gibt es demnächst auf Kesti sehr, sehr viel mehr, ja, sehr, sehr viel mehr Informationen und sehr, sehr viel mehr Zeugs zu. Wie gesagt, ich möchte mich gerne dabei filmen, wie ich auf dem Stammfahrrad trainiere, ja, mit der Swift-App. Das wird auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Außerdem kommen noch regelmäßig Vlogs und ja, wie gesagt, die komplette Triathlon-Vorbereitung, die gibt es dann auf meinem Zweitkanal. Jo. Hab 13 Jahre Handball gespielt. Krass. Wow, mein Respekt hast du, Kesti. Danke dir. Das Kesti-Workout aus dem Bürostuhl zur Olympia melde ich heute noch an. Naja. Moin und Glück auf. Hi Toffi, schön, dass du hier bist. Kessi, mach dich nicht kleiner als du bist. Du bist ein absolutes Monster. Danke dir. Danke dir. Kessi vor Hawaii Triathlon. Ja, abwarten, ne? Also dafür muss man sich jetzt mal qualifizieren. Dafür muss man erstmal auch einen Ironman schaffen, so, ne? Den Ironman, der ist. Ich glaube, ich möchte das mal irgendwann machen, noch in Iron Man. Ich glaube, ich möchte das mal machen. Ja. Wir werden sehen. So. Ja, ich würde sagen, ich hau ab, ne? Ja. Ja. Leute, macht's gut. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns das nächste Mal. Am Mittwoch und zwar bei Francesco auf dem Kanal. Da geht's dann weiter. Da sprechen wir dann über ja, über Schalke 04 natürlich, ne? Schalke Dreisel um 20:30 Uhr dann bei Francesco alias der Schalker. Also unbedingt den Kanal der Schalker abonnieren und dann am Mittwoch sind wir da zu sehen. Okay? Haut rein, macht's gut und ja, bis dahin. Ciao, ciao.